Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Lieblingsprojekt. Heute bereits schon am Dienstag einen wunderschönen zusammen. Liebe Leute, guten Morgen natürlich, ne? Na, wo ist er, Schröder? Na, wo ist er denn? Na, mach fein, Fritzi. Ja, schönes Ding. So, ich muss mal durchtappen hier. Oh, das sieht aber schwer nach Arbeit aus. Oh ja. Die zwei, ne? Die zwei müssen wir weitermachen. F2, Groban, glaube ich, sind wir gerade bei. Stimmt. Kannst du schon mal weitermachen? Oh, das sieht aber auch sehr schwer nach Arbeit aus. Mann, du. Der war aber noch nicht fertig, ne? Der wollte nochmal ein Vorgewende machen, sehe ich hier. Warte, lass mal das Ding nochmal runter. Weil der war noch nicht ganz fertig. Der wollte nämlich hier... Hier hat er schon, aber hier wollte er nochmal rumfahren. Oh, der Wendekreis ist aber auch... alles andere ist gut. So, dann lassen wir den nochmal hier... Warte. Er war jetzt schon wieder fast in die Hose gegangen hier. So, ich würde gern, dass er hier weiterfährt. Hätte ich gern. Macht er, glaube ich, auch, ne? Sehr schön. Oh ja. Oh. Ja. Ja, wir waren ja schon fleißig. Das muss man wirklich sagen, ne? Das hat, glaube ich, eigentlich ganz gut funktioniert hier. Auch mit dem Wegfahren. Ich glaube, das hat... Wir gucken das heute nochmal an. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Anmachen, jo. Dann springen wir gleich mal den nächsten rein. Den machen wir... da haben wir aber gespeichert, glaube ich, ne? Da war doch irgendwas. Kartoffel ernten? Ah, hier. Guck mal. Haben wir gemacht, haben wir. Automatisch finden ist immer so ein bisschen schlecht. So, läuft. Gut. Was haben wir hier gemacht? Wir waren am Kalkstreuen. Wir waren aber fertig mit dem Kalkstreuen, glaube ich, weil wir waren ja schon am Grubbern, ne? Das hat... Oh, warte. Das... Jo, ist richtig. Das heißt, wir haben den frei. Oder sehe ich das falsch? Ne, wir haben den frei. Guckt ihr das mal an. Ist ja ganz selten, dass wir mal irgendwie ein Fahrzeug frei haben hier. Aber gibt Tage und Momente, da kommt das tatsächlich vor, ne? So, lass mich kurz laut nachdenken. Wir können mit dem Ding Ballen pressen. Ich frage nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht, ob wir mit dem Ballen pressen können, ne? Wäre cool, muss ich sagen. Aber ich glaube auch, dass der Kollege Schwader gleich fertig sein würde. Müsste. Dann können wir mit dem großen, dicken Fendt pressen. Und mit dem Kollegen, ne, wegen Frontrad und so wäre es gewesen, könnte man dann ganz geschwind und ganz geschickt schon mal die Ballen in den, wie nenne ich's? In dieses Gerät reinschubsen. Mal gucken, wo der Schwader ist, ne? Ist ein Zufall. Du siehst, dass er fertig... Ja, war gerade die Meldung da, glaube ich, ne? Naja. Habe ich es nicht erwartet. Egal. Das heißt, wir haben jetzt oben geschwadert und unten geschwadert. Super. Geschwadet. Nicht geschwadert. Geschwadet. Der Futtermischwagen mischt immer noch vor sich hin. Da war ein Stückchen Zaunwärter. Also heute ist nicht mein Tag, muss ich sagen. Heute ist nicht mein Tag. Gestern übrigens, ne? Sorry. Liebe Leute, sorry. Ich habe... Nee, Quatsch. Mir hätte es auffallen müssen, ja. Aber irgendwie bin ich auch unschuldig. OBS, ne? Ich nehme ja mit OBS auf, mit Open... Wie heißt das Ding eigentlich? Open? Boah, weiß ich gar nicht. OBS, Open Broadcaster Software, glaube ich, heißt es. Oder Studio, ich weiß nicht genau. Nehme ich auf... Und hat immer super funktioniert, bin ich echt zufrieden, läuft. Aber, wo ich nicht zufrieden bin, ist, wenn es um Update geht, ne? Ich bin ja prinzipiell so ein Typ, ich schiebe die Updates immer gerne raus. Ne? Das muss ich mir anheften, das ist so. Und ja, es hat sich zugetragen, dass ich natürlich wieder mal ein Update seit einer Woche hin und her geschoben habe, weil ich einfach Zeit nicht habe, jetzt ein Update zu machen. Wird wahrscheinlich nur 3 Minuten dauern, ihr kennt mich, ist halt so. Jetzt war es dann so gewesen, dass das Gerät sich gehört hat, ach, wenn der Werner immer auf später klickt, dann machen wir das jetzt einfach mal, ne? Zack, boom, bam, Update gemacht. Und was passiert bei dem Update? Yes. Die ganzen Parameter, die eingestellt waren, die Qualität und die Bildformat und hier und da, und hast du nicht gesehen, werden alle zurückgesetzt. Alle zurückgesetzt, Werkseinstellungen. Ich, ne, nichts gemerkt. Ich mache Spiel an, Aufnahmen an, hallo und herzlich willkommen. Läuft, alles super, denken wir so, geil. Aufnahme gemacht. Die Leute haben alles zu gucken, wenn sie möchten, am Montag. Super, ne? Ja, wann war's? Gestern um... Wann habe ich's gemerkt? Zwischen 8 und 9 irgendwo, ne? Zwischen 8 und 9 Vormittag denke ich mir so, hä, was ist denn los? Keine Kommentare. Was ist passiert? Dann sehe ich so, oh ja, hier YouTube-Fehler. Denke ich mir, hä, YouTube-Fehler? Ist ab und zu mal, kommt vor. Und dann habe ich gesehen, falsches Format. Und dann denke ich mir, hä, falsches Format kann doch nicht sein. Dann gucke ich rein und dann waren alle Videos, waren irgendwie 300 KB groß, ne? Also gar nichts, wirklich gar nichts.
falsches Format, falsche alles falsch. Also es war alles falsch, was irgendwie falsch sein hätte können. Und da habe ich 3 Videos löschen müssen. Tja. Machst du nichts. Aber zum Glück hatte ich die Ebelsbach, weil die hatte ich nämlich am Sonntag schon, also am Samstag aufgenommen demnach. Da war noch alles richtig. Die habe ich euch gestern gebracht, die Folge, aber die anderen waren leider für den Poppes. Ja, naja, was soll ich machen? Ist halt so. Auf alle Fälle müsste jetzt alles wieder stimmen. Ich hoffe, dass das alles wieder. Ich habe die Parameter natürlich abgespeichert. Ich mache immer so Screenshots ab und zu, alle 2-3 Wochen mal, ne? Und das läuft eigentlich ganz gut, weil die Parameter, ich habe nicht alle im Kopf. Das ist auch ehrlich, das ist so viel Zeug, was du dir merken musst. Das ist. Das geht halt nicht, ne? Und ja, jetzt ist es halt so, dass wir weiterarbeiten müssen und gut ist. Was gibt's sonst noch Neues? Ich habe von 2-3 Sachen gehört, die ich aber noch nicht sagen kann. Aber glaubt mir, liebe Leute, es kommt schon bald eine Map, die wir aus den 17er kennen und geliebt haben. Ich habe jetzt nur Gerüchte gehört. Ich habe noch keinen Screenshot, kein Video, nichts gehört, aber gesehen. Aber es kommt. Es kommt etwas, wo wir uns echt drauf freuen können. Und ja, ich bin gespannt, wann. Ich hoffe demnächst. Ich hoffe, ich kann euch nur Bruchteile von dem sagen, was ich bruchteilhaft erfahren habe. Aber ich soll noch nicht so viel spoilern, weil sonst wird der Modder wieder totgeschrieben. Wann kommt, ne? Ich kenne die Geschichte und das will der Modder nicht. Und deswegen soll ich so. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich es nennen soll. Ich kann es zwar sagen, dass was kommt, aber ich darf nicht sagen, was es kommt. Ach, es ist nicht so einfach hier. Aber warten wir einfach mal ab, ne? So, ich habe tatsächlich vor, bevor ich diese Aufnahme gemacht habe, habe ich die Ebelsbach-Folge für heute Mittag aufgenommen. Jo, da ging es auch ums Ballenpressen, muss man dazu sagen, ne? Also momentan ist ziemlich ballenlastig das Ganze auf dem Kanal, aber es wird auch wieder Zeiten geben, wo wir wieder weniger Ballen machen, wo wir mit einem Ladewagen einfahren und so weiter und so fort. Also, das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, ne? Genau, wenn immer die Frage kommt, was kommt heute? Also heute kommt auf alle Fälle, wie gesagt, diese Folge. Ja, seht ihr gerade, ne? Moin. Und die Ebelsbach-Folge. Ich weiß nicht, ob ich noch für mehr Zeit habe, kann ich euch nicht versprechen, aber ich tue mein Bestes. Und das Beste ist wirklich das Beste. Also viel mehr geht momentan einfach nicht. Sollen wir jetzt die Längsbahn? Ah, wir können auch die Längsbahn nehmen, ne? Ist eigentlich auch nicht so verkehrt. So, dann machen wir das so. Wie viel gehen das raus? Es sind 2, 4, 6. Oh, da ist schon einiges draußen, ne? Muss man ja so sagen. Ja, das müsste passen. Das heißt, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4 Bahnen. Das ist auch vollkommen okay. Aber wenn ich so die anderen Felder sehe, ne? Dann mache ich mich schon irgendwie gewillt, noch mehr Felder zu kaufen. Ich weiß, man will immer alles haben und so vieles kaufen, wie man möchte. Oder was halt so rumsteht, aber. Ja, man muss halt irgendwie auch finanziell, muss halt auch ein bisschen gucken, ne? Das geht halt nicht anders. Wegen dem anderen Gerätchen werden wir wahrscheinlich was mieten, ne? Werden wir wahrscheinlich was mieten, weil. Wegen dem Gerätchen zum Ansehen von Sonnenblumen. Ja, deswegen sind wir gerade am Grubbern, weil. Wenn wir da irgendwas Normales ansehen würden, wie Sojabohnen, Raps etc., müsste man jetzt nicht großartig irgendwas an der Sämaschine ändern, weil die große Horsch-Sämaschine, die haben wir ja. Ne, das haben wir ja damals drauf hingespart und so weiter. Alles gut. Und was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nicht so viel. Wie gesagt, ich versuche halt irgendwie was zu quatschen, weil nur Ballenpressen dauert halt auch Ewigkeiten, aber. Gehört einfach zum Spiel dazu, muss man leider so sagen. Und fertig. Ich habe mich jetzt die Tage wieder ein bisschen umgeguckt auf Mod-Hoster und Forbidden Mods und wie sie alle heißen, die ganzen Sachen. Und entweder sehe ich es nicht oder es kommt nicht mehr viel raus momentan an neuen geilen Mods, meine ich jetzt. Ne? Wobei natürlich geile Mods immer so ein bisschen Geschmackssache ist, verstehe ich. Aber so jetzt wirklich die Reißer, also da wo du sagst, boah, da habe ich schon lange, lange drauf gewartet, das sehe ich momentan nicht. Das sehe ich momentan nicht. Das wird sich nicht ausgehen, ne? Boah, ganz knappe Kiste. Ganz, ganz, ganz knappe Kiste.
Wow. So. Okay, das heißt, das Feld haben wir gemacht. Wir werden jetzt aber nicht noch das andere Feld pressen, sondern werden uns jetzt den kleinen Lader schnappen und werden mal versuchen, dieses Gerätchen zu befüllen. Ich bin ja schon sehr gespannt, wie das funktioniert. Ne? So. Aus und Ballen entladen. Ne, abladen. Nicht entladen, abladen heißt richtig. So. Dann lassen wir das mal ganz kurz hier stehen. Läuft ja nicht weg, ne? Das müsste nicht auch laufen. Habe ich bis jetzt keine Meldung bekommen. Denke ich einfach mal, es funktioniert, ne? So, wo habe ich Schlitzohr jetzt wieder meine Gabel hingeworfen? Ich glaube, oben bei den Ballen steht. Kann das sein? Kann das angehen? Ich weiß es nicht. Ah ja, hier. Guck mal, hier haben wir schon gefunden. Also prinzipiell ist es ja so, dass man mit einem Ballenspieß nicht in folierte Ballen stechen sollte, ne? So weit sind wir uns klar. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt mit dem Gerätchen ist, weil da muss ich ja auch gleich reinstechen, aber gut. Das hat gerade so, ich weiß noch, wie ich die Map eingerichtet habe, ne? Ich habe mich so gewundert, so, hä, was stellst du denn da unten rein? Da hast du doch nichts Platz, ne? Und ja, jetzt ist es halt so, dass genau das Ding unten reingepasst hatte. Naja. So, jetzt müssen wir das mal aufstellen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Wir werden das jetzt einfach mal irgendwie hinstellen, wie ich es für richtig halte. Ich glaube so. So, okay. Auf, ein bisschen wegfahren. So. Jetzt müssen wir da mal reinhüppen. Aufmachen. Anmachen. Wie geht denn das anmachen? Motor starten. Rennen. Und dann einfach nur mal reinwerfen, ne? Müsste ja klappen. Quer oder längs? Weiß ich jetzt gar nicht, du. Quer oder längs? Ich glaube quer. So ganz sicher bin ich mir jetzt aber auch nicht, ne? Wir werden es einfach mal testen. Ich habe auf alle Fälle die Variante genommen, wo wir beide reinbringen. Das heißt quer und längs. Quer und längs. Rund und quader, so wollte ich sagen. Mein Gott. Aber da habe ich es auch wieder. Geht das da rein? Hat das da Platz oder muss ich es echt längs? Das geht sich ja nie aus. Weil ich muss das einmal mit meinem... Habe ich heute gut gefrühstückt? Ich habe gut gefrühstückt. Ich möchte das einmal so testen, weißt du? Ich habe nicht gut gefrühstückt. Ja. Ich möchte das einmal wirklich testen, damit ich das für morgen nämlich weiß, wie das ist, weißt du? Hallo, Herr Betonmischer. So. Ich habe mir auch... Na gut, aber zwei wäre da schon zu viel, ne? Weil ich sehe natürlich immer den Zeitaufwand, denke mir so, wenn er zwei reinhaust, geht es eigentlich auch schneller, aber da kann er nicht zwei auf einmal wickeln, das ist halt leider schade. Bin ich aber sehr gespannt, wie das jetzt funktionieren wird, ne? Es sind Grasballen, ne? Das steht immer außer Frage. Oh, oh. Aber es hat schon angefangen zu wickeln, guck dir das mal an. So, dann machen wir das so. Oh, das geht ja wirklich quer rein. Hä, es hat nicht Platz gehabt, ne? Okay, aber wenn wir es so machen können, dann bin ich auch schon mal froh, weißt du? Dann weiß ich schon mal, okay, egal wie, kann sie reinhauen. Also, jetzt geht es nicht weiter, oder was? Das ist aber irgendwie komisch. Ah, danke. Achso, jetzt genau, jetzt wird das so in der Wurst gemacht, ne? Ich glaube, so wurstmäßig wird das jetzt hier gemacht. Nochmal gleich einen rein, damit wir das schon mal ein bisschen erkennen und sehen. 718 Lohnzahlungen, ja, das ist doch gar kein Problem. Wir haben ja ganz gut gewirtschaftet momentan. Momentan, ne? Aber es geht halt... Ach so, ja gut. Du musst es nur oben auf die Folie rauflegen. Das reicht eigentlich schon. Naja gut, wenn man es weiß, ne? Wir können aber, wenn wir von ganz hinten nach vorne fahren, können wir echt schon mal zwei, drei mitnehmen, würde ich sagen. Weil immer nach hinten fahren mit einem und noch einem, ist ja auch irgendwie lame. Warte, machen wir den mal ein bisschen gerade. Gerade. Danke. So, dann. 34% wurden abgeladen. Weißt du, ich mache nichts, ne? Also, ich mache nichts bei dieser Mission. Und es läuft einfach von alleine. Sagte er und sah eine rote Meldung links unten. Aber das ist okay, weil die uns praktisch nur sagt, hey, der Kollege ist voll. Der andere Kollege sollte sich vielleicht ein bisschen beeilen. Was ich auch irgendwie verstehen kann. So, das noch ein bisschen gerade, ne? So.
Einmal, zweimal, dreimal und funktioniert. Perfekt. So, perfekto mio. Das heißt, wir hauen jetzt da drei Stück rein, dann müsste das eigentlich klappen. Gut. Jo, liebe Leute, ich danke erstmal fürs Zuschauen. Wir sind fertig für den Moment. Wir werden dann morgen weitermachen. Oh, ich habe die Vögel aufgescheucht. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Ne? Wir sehen uns morgen wieder. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.